Wir bauen Frühbeetkasten. Ich habe mir heute Moritz dazu geholt. Ihr habt den schon mal gesehen. Wir haben schon mal ausgesät zusammen. Wir haben uns in der Gärtnerei bei Moritz einquartiert. Die uns netterweise einen kleinen Platz in der Anzucht bereitstellen. Wir bauen heute einen Frühbeetkasten. Ich habe ja gesagt, wir können im Frühjahr so Sachen basteln. Ne? Also so eine Mauer, Frühbeet. Wir können Kräuterbeete bauen und hast nicht gesehen. Und deswegen haben wir uns heute zusammengefunden und zeigen euch, wie man einen guten alten Frühbeetkasten baut. Also nicht sowas Gekauftes, sondern wie man das früher gemacht hat. Dafür haben wir so ein Loch ausgeschachtet. Das ist 1 Meter tief ungefähr. Und das wird jetzt hier mit Mist gefüllt. Der wird dann verdichtet. Dann wird noch eine kleine Deckschicht Erde draufgepackt. Dann bauen wir den Frühbeetkasten drumherum. Und am Ende habt ihr einen warmen Frühbeetkasten, der euch tagsüber die Pflanzen aufheizt und nachts genauso. Und jetzt kommt hier erstmal Mist rein von Peter. So wie ihr das seht, ist das ein sehr strohiger Mist. Ich weiß nicht, das hast du mir erzählt. Gut geeignet für den Frühbeetkasten ist Pferdemist und Kaninchenmist, weil der eben sehr strohig ist und sich sehr, sehr doll aufheizt. Aufheizen tut er sich deswegen, weil wenn er zerstampft wird und in den Boden kommt, versuchen die Mikroorganismen, den Mist abzubauen und dadurch entsteht eben Wärme, die nach oben abzieht. Und eher weniger geeignet ist Hühnermist. Ziegenmist wäre auch super. Schafmist. Ja, wir haben jetzt auch eine richtig bunte Mischung. Also Peter hat uns hier vom Kuhmist sehr strohig vorbeigeschafft. Und so ein Misch aus Pferdeäppel da drinnen. Da hinten haben wir noch im Garten, den hat er schon vor ein paar Tagen vorbeigebracht. Da haben wir noch mehr Pferdemist. Und dann hat er heute Morgen noch mal eine Packung Hühnerscheiße draufgepackt. Genau, und wahrscheinlich dampft der schon schön, ne? So, wenn man da jetzt guckt, man sieht schön den Dampf. Da sieht man schon, wenn man da jetzt reinfassen würde, merkt man, der ist warm. Und das ist unsere Bioheizung sozusagen für den Frühbeetkasten. Darauf kommt es an. Nicht schüchtern sein, auch mal in die Scheiße greifen. Ab in den Mist. Ich meine, jetzt kommt der spaßige Teil, ne? Also jetzt einfach schön auf dem Boden verteilen, ein bisschen trampeln. Und das kommt jetzt Schicht für Schicht hier rein. Dann kommt, wie gesagt, die Deckschicht Erde drauf und dann werden wir das schon merken. Oh. Es geht schon mies. Hört man das? Das ist fantastisch. Es ist wie beim Weinstampfen, bloß anders. Ich habe schon mal aus der Pferdegetränke getrunken. Da habe ich noch gedacht, das macht hier jeder so. Nun, mach einfach. Könnte ich dafür bitte musikalische Unterstützung kriegen? Happy Hardcore wäre gut oder sowas. Weißt du, irgendwas, wo man stampfen muss. Ich kann auf Scheiße nicht tanzen. Das ist wie so ein Power-Workout, weißt du? Okay, 5 Minuten, kleine Schritte. Danach Knie anziehen. Danke. Sieht schon gut aus. Ja. Wir haben jetzt hier eine ordentliche Schicht Mist drin. Ist ja gut gemischt. Wir haben alles immer schichtweise platt getreten. Das ist jetzt richtig schön verdichtet. Da bewegt sich nicht mehr viel, außer sapschige Zeug. Und da kommt jetzt eine schöne Deckschicht drauf. Das wird dann schön glatt gehakt. Und dann haben wir ein Frühbeet. Und dann bauen wir nur einen Kasten drum. Was haben wir jetzt gesagt? 30 cm, ne? Ja. Wollen wir mal mit den Seiten versuchen? Ich meine, wir haben jetzt so eine Art Bausatz für das ganze Ding gekriegt. Die ganzen Elemente hier, sacksperr. Und das sind die Seitenteile. Und die werden nachher so stehen. Und dann habt ihr hier so eine leichte Schräge, die nach vorne runter geht. Da liegen dann die Scheiben drin auf. Jetzt machen wir erstmal die Seitenteile, dann kommt hier vorne. Und dann überlegen wir uns was mit hinten. Das wird Spaß. Hast du eine Wasserwaage? Gibt das hier sowas? Ja, hau da noch mal ein paar Mal drauf. Worauf? Auf die Seite, die rechte von mir aus. Das sieht wieder in der Waage aus. Gut. Sehr schön. Ein bisschen zu dir. Juhu. Jo. Gut. Lass mal kurz gucken, ob die Fenster überhaupt passen, bevor wir das hier zu. Ja, hält nicht, ne? Doch. Ja? Ja. Wie viel haben wir? 3 cm. Oha. Und was machen wir dann da vorne? Das ist eine gute Frage. Entweder eine Waschbetonplatte zwischen. Dann sammeln wir uns ein paar Feldsteine zusammen, ne? Wir sind fertig mit Mauern. Boris hat uns ja netterweise noch schnell geholfen.
Wir haben jetzt hinten mit Naturstein dicht gemacht. Grundsätzlich könnt ihr den ganzen Kladderadatsch natürlich auch aus Holz bauen oder sowas zum Beispiel. Ne? Wir hatten jetzt nur die Elemente schon da. Um das jetzt mal nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben jetzt eine richtig dicke Schicht, also Meter tief ausgekoffert, dicke Schicht Mist. Da schön festgetreten, dann 30 cm Erde. Den Mutterboden, den ihr auch ausgehoben habt, wieder drauf. Das haben wir jetzt ein bisschen schön gehackt. Die Mauer hinten gezogen. Und jetzt ist das ganze Ding im Prinzip schon fertig. Das ist jetzt nur mal zur Veranschaulichung. Das hier könnt ihr natürlich, wenn das jetzt Aussaaten sind, könnt ihr einfach mit reinstellen. Haben sie schön warm. Ihr könnt das natürlich auch komplett bepflanzen, das Beet. Jetzt kannst du schon locker Salat reinstellen, ne? Also das Prinzip ist klar. Ihr habt tagsüber ein Gewächshaus bei solchen Sonnenschein. Und nachts gibt der Mist, der Verrottende, seine Wärme durch die Umsetzung in den Boden ab. Und dadurch könnt ihr die ganzen, naja, kleinen Nachtfröste jetzt noch im März, könnt ihr damit überbrücken. Wenn das so minus 3 Grad wird, nochmal zufällig, dann holt der nochmal locker 4-5 Grad raus. Wenn ihr es tagsüber arbeiten wollt, zack, endlich ist die Wasserwaage richtig von Nutzen, wa? Oder wenn ihr lüften müsst, manchmal ist es ja doch sehr warm tagsüber, selbst im März nochmal, wenn er irgendwie, oh, lass er mal 20 Grad sein mit Pech. Also schön, ne? Aber nicht für die kleinen Pflänzchen. Könnt ihr ja immer lüften. Der Frühbeetkasten. Ganz simpel einfach. Fahr mich hier weg, ich hab keine Lust mehr. Tschüss. Wir drehen noch eine Runde. Nimm dir die Kacke. Fahr dich trocken. Hier. Krass. Ich würde sagen, du bist stark. Aber hey, vielleicht bin ich auch leicht. Du bist leicht, aber wie? Das ist drahtig, nennt man das.